Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Heute haben wir wieder einiges vor. Nachdem wir ja in der 14 Uhr Episode 9 Runen waren es, glaube ich, ausgegeben haben, haben wir jetzt, nachdem die Saison vorbei ist und ich mir schon in 3 Accounts den Goldpass geholt habe, weiß ich nicht, ob ich das nochmal tun werde, aber jetzt ist es sowieso zu spät, müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt die ganzen Sachen bekommen. Also die ganzen Sachen aus der Saisonbank, 25 Millionen jeweils, und bei dem, Moment, was war das nochmal, bei dem WTF-Account habe ich keine 250.000 Dunkles gekriegt, aber 165.000 waren es, glaube ich, also relativ viel. Oh, ein Trank, ein Trainingstrank gratis, perfekt. Also, zunächst einmal müssen wir natürlich hier einen Arbeiter freimachen, den ich, nein, ich habe nicht genug, habe ich nichts frei, habe ich kein Buch oder sowas, gar nichts, doch, nee, Zauberbuch, super. Was mache ich denn jetzt? Oh, ich habe nichts zum Freimachen. Nein. Gar nicht gut. Das könnte ich beenden. Das werde ich jetzt auch beenden. Weil wir ja noch Platz brauchen. Okay. Ja, dann muss ich mir mal ein paar Gems holen. Läuft. Auf jeden Fall bei uns. Oder ist hier noch irgendwo was? Buch der Helden könnte ich bekommen. Moment. Buch der Helden könnte ich bekommen. Haben wir denn einen Held im Ausbau? Ja, haben wir im Ausbau. Ich habe ja sogar noch ein Buch der Helden. Unsere Probleme sind gelöst, Leute. Unsere Probleme sind gelöst. Ja, danke. So. Andererseits glaube ich, nee, sie sind nicht komplett gelöst. Wir müssen einige Mauern machen. Wir müssen wirklich einige Mauern machen. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Aber es ist immer so. Ich meine, du bekommst das ganze Zeugs aus der Saisonbank. Und was macht man dann als erstes damit? Man macht erstmal ein paar Mauern. So. Ist ja auch nicht schlimm. Ist ja auch gar nicht schlimm. Selbst wenn sie jetzt noch ein bisschen teurer sind als später. Aber dann werden wir halt den Bauarbeiterschub später für was anderes benutzen. Zum Beispiel für Gebäude dann, ne? So. Also, das haben wir schon mal geschafft. Jetzt haben wir noch natürlich, wie ihr das gesehen habt, ziemlich viel Dunkles. Bedeutet, wir werden jetzt noch 2 Mauern machen. Ich möchte unbedingt, ja, dass wir unbedingt ein bisschen Platz haben. So. 6 Millionen von beidem. Passt. Jetzt machen wir nämlich was richtig Teures hier mit. Was nehmen wir denn jetzt mal? Ich würde aber fast schon sagen, wir nehmen mal die Hawks. Weil die Hawks auf dem Level echt stark sind. 240.000. Oh, perfekt. Perfekt. Jetzt haben wir noch 113.000 übrig. Was ja im Endeffekt gar nicht mehr so viel ist. Also, 116.000 jetzt noch Rest. Ich bräuchte 185.000 für meinen König. Das ist natürlich viel zu viel. Ist aber auch egal. Wir können ja mal eben gucken. Wir können ja noch vielleicht was ausbauen in beiden Dörfern. Dann habe ich nämlich gelesen oder gehört, dass man da noch was kriegt. So, Luftbombe, was günstiges, nee, 12 Stunden. Sprungfalle, Mauer, Sprungfalle. Sprungfalle machen wir fertig und im anderen Dörfskin habe ich viel Gold. Und wir machen den Uhrenturm, oder? Uhrenturm? Oder können wir was Neues bauen? Doppelkanone bauen wir mal. Wir machen die Doppelkanone. Wir machen die Doppelkanone und zack, haben wir nämlich eins fertig und das bedeutet, mit 100 Punkten kriege ich nicht nur die ein Juwelspende, nein, sondern wir bekommen auch das Buch der Helden, was natürlich auch nicht schlecht ist, den Heldentrank, okay, den brauchen wir jetzt erst nicht. Und jetzt gehen wir mal rüber in den warte mal, habe ich jetzt schon genug ausgegeben? Ja, wir haben schon genug ausgegeben. WTF-Account, ich komme bis gleich. So, also, es gibt ja aktuell sowieso die 1-Gem-Spende für alle, was ja eigentlich schon mal nicht schlecht ist. Warte mal, Loons, was passt denn zu einem Loon besonders gut? Ein Eilzauber und er will einen Rage haben, das ist natürlich auch für uns ganz gut. So, ich habe jetzt noch meine ganze Wurstarmee, also beziehungsweise die Zauber noch, weil ich noch, ich hatte vorher keine Zauberfabrik. Ich hatte keine Zauberfabrik vorher und deswegen habe ich noch die Wurstarmee ausgebildet, sozusagen. Also vor allem die Wurstzauber. Die Wurstzauber. Also, wir haben ja auch einiges zum Ausgeben. Und hier ist natürlich das Geile. Wir können hier mit den Sachen richtig viel machen. So, aber 3 Tage. Oh, und ich habe nix, aber auch wirklich gar nix beenden. Aber auch gar nix. Wir gucken mal ganz kurz nach. Buch der Helden, Buch des Kampfes, Buch der Zauber. Okay, Labor habe ich nichts. Werde ich jetzt aber das teuerste nehmen, was ich habe. Oh, der Ballon. Der Ballon, der wird direkt mal fertiggestellt. So, Ballon ist fertig. Jetzt habe ich immer noch 16 Millionen. Bedeutet, wir können da auf jeden Fall auch nochmal richtig was Teures rauskloppen. Oder nehmen wir noch einen Zauber? Wir nehmen jetzt mal ruhig, oder? Ich hab kein Buch mehr. Wir haben gar nichts mehr. Buch der Zauber haben wir noch. Deswegen kann ich das eigentlich fertig machen. Dann nehmen wir einen dunklen Zauber. Irgendeinen dunklen Zauber, der ein bisschen was wert ist. Na komm, nehmen wir den Giftzauber. So, Gift machen wir auch mal fertig, so. Und jetzt muss ich schon was ausgeben.
Wir müssen Gems kaufen. Oder wir müssen keine Gems kaufen, wir müssen aber was beenden. Wir müssen was beenden, denn hier wird... Oder gibt's hier irgendwas? Doch. Für 100 und nochmal für 100 kriegen wir nämlich das Buch der Helden. Hä, das hab ich noch? Ich hab noch ein Buch der Helden? Was? Aber wir haben keinen Held im Ausbau. Dann bleibt uns wirklich gar nichts anderes übrig, als den jetzt fertig zu machen. Und jetzt ist er auf Level 4. So, jetzt ist er auf Level 4. Ich kann nur leider in diesem Dörfchen absolut keine Mauern machen. Ihr wisst es. Es geht nicht, wir können das nicht machen. Deswegen muss ich jetzt nochmal quasi was ausgeben. Ah, können wir gar nicht. Können wir gar nicht. Jetzt haben wir ein dickes Problem. Boah, was mache ich denn jetzt? Ich weiß echt nicht gerade, was ich machen soll. Doch. Erstmal Dunkles loswerden. König auf 11, Königin auf 10, Warden auf 5. Warden ist zu günstig. Königin 51.000. Okay, wir werden definitiv die Königin machen. So, einmal Buch der Helden. Wir werden uns nochmal Buch der Helden holen. So. Königin, bitte. Dankeschön. Ja. So. Also echt ein Problem. Wir können jetzt doch eigentlich noch was Teures hier machen. 12 Millionen für den Ballon. Das ist natürlich perfekt. 12 Millionen für den Ballon. Perfekt. So. Jetzt haben wir zumindest schon mal 2 von 3 sind jetzt schon mal zumindest frei an Lagern. Das ist schon mal gut. Jetzt haben wir nur noch 26 Millionen Gold, die wir irgendwie noch verwursteln müssen. Das ist auch fertig. 180 Punkte. Buch des Kampfes. Ja, perfekt. Das haben wir auch noch gekriegt. Bauarbeiterschub, Buch des Kampfes. Das Problem ist nur jetzt, wenn ich das jetzt noch weiter ausbaue, wenn ich die Loons jetzt noch fertig mache. Ja komm, warum soll ich das nicht machen? Also ganz ehrlich, warum soll ich das nicht tun? Jetzt muss ich irgendwas ganz Teures nehmen. 10,8. Aber dann ist das Lager immer noch voll. Da kann ich nicht irgendeine Mauer machen, aber ich darf nicht. Ich darf keine Mauer machen. Oder ist hier noch irgendwo was? 8,1. 10,8. Ärgerlich. Gibt sonst noch irgendwo was in der Nähe, was wir noch benutzen könnten? Größere Saisonbank. Buch des Bauens wäre natürlich geil. Wird hier nicht in der Nähe sein, oder? Buch des Bauens, fast ganz am Ende. Okay, wir gucken mal nach. Dann wird es wohl was anderes sein, was wir machen müssen. Erst natürlich noch im Labor noch was, ist ja logisch. Und zwar, so viel Auswahl haben wir ja gar nicht. Ich entscheide mich aber natürlich für den Freeze-Zauber. So, haben wir also wieder 4 Millionen los. Sind wir wieder 4 Millionen los geworden. Und dann beide Freunde noch, ja, das Teuerste, ne? Das Teuerste, was geht. Und das ist nun mal der Gigatesla. 10,8. Jetzt habe ich immer noch 15 Millionen in einem 9,75 Millionen Lager. Also, ja. Muss ich mal gucken, was ich damit mache. Wahrscheinlich hole ich mir ja Promos und Schild. Sind aber noch relativ kostengünstig da weggekommen, weil wir ja, wie gesagt, den Rest sind wir noch ein bisschen drumherum gegangen. Ist auch nicht schlecht. So, Machttrank kann ich nicht holen. Doch, kann ich holen. Machttrank kann ich holen. Und dann gehen wir jetzt rüber in den... Warte, wir gehen erst in den 9er-Account. 10er. Erst in den 3er-Account. Ich will mal eben gucken, was da los ist. Warte, wir können hier noch was einsammeln. Stiehle eine 100 Millionen Elixier und vernichte... Oh, 100 Gems. Perfekt. Also, wir gehen rüber in den 3er-Account. Bis gleich. Okay, hier ist es etwas einfacher für uns. Aus dem Grund, weil wir ja hier zum einen keinen Goldpass hatten. Also deswegen... Wir haben erstens haben wir noch einen Arbeiter frei. Zweitens hatten wir keinen Goldpass. Das bedeutet, wir haben hier noch ordentlich... Luft nach oben. Hier kriege ich ja auch erstmal nichts. Also von daher, alles okay in diesem Account. Jetzt hier können wir erstmal ruhig ein paar Mauern noch machen, glaube ich. Oder gibt es irgendwas richtig Teures mit Elex? Habe ich irgendwas Teures gesehen? Nee, die können wir nicht machen. Kaserne? Kaserne 4 Millionen? Nein, können wir auch nicht machen. Alles klar. Dann machen wir jetzt erstmal 1, 2, 3 Mauern, würde ich mal sagen. Wir werden noch ein bisschen Elex loswerden. Einmal... Ich brauche hier gar kein Elex mehr gerade. Können wir ruhig noch eine machen. Ich muss unbedingt gleich mal zusammenzählen, wie viel wir jetzt insgesamt an Elex ausgegeben haben. Das interessiert mich wirklich brennend. Hier ist ja auch noch ein bisschen was. In der Schatzkammer haben wir nichts mehr, okay. So, 6 Millionen. X-Bogen. Perfekt. So, das ging hier auf jeden Fall relativ schnell und unproblematisch. Also... Gehen wir direkt mal rüber in den 13er, da muss ich noch meine Legendenangriffe machen. Bis gleich. So, da sind wir wieder in meiner Stephanie Base. Nein, ich bin nicht Dr. Muchtara. Auch wenn das S höchstwahrscheinlich für Stephanie steht.
Okay, also ich habe übrigens noch El Presidente gratuliert. Oh, warte mal, ja, ich bin ja im falschen Clan. Bin ja gar nicht im Dingskirchen-Clan, im The Return, bin ja im Community-Clan. Alter, haben wir viel Loot. Und ich habe keine Arbeiter frei. Ich habe auch noch, okay, hier ist es einfacher. So, hier haben wir noch wirklich einiges, was wir noch machen können. Zumindest haben wir jetzt erstmal zwei Arbeiter frei. Boden und Luft, okay. Oh, Level Up, perfekt. Also, hier haben wir noch einiges zu tun. Und zwar, X-Bogen, großer Wächter, Barbarenkönig, es gibt noch einiges zu tun und wir müssen mal gucken. Ich hole mir das jetzt mal eben so. Bauarbeiterschub hole ich mir auch mal eben so. Das, okay, genug Gems, wir wollen es ja nicht übertreiben. Also, Buch des Kampfes, wo bist du, mein Labor? Da. Das bedeutet, du bist fertig. Jetzt werden wir irgendwas... Oh, wir haben nicht mehr viel. Aber natürlich noch unseren Freund, den Tunnelgräber. So, haben wir schon mal 14 Millionen unter die Leute gebracht. Jetzt haben wir noch was übrig. Ich müsste noch ein Buch der Helden haben. Bedeutet, wir können auf jeden Fall den Barbarenkönig machen. Der kostet mich 260.000. Das ist schon mal geil. Oh, die ist auch im Ausbau. Die ist ja auch im Ausbau. Und ich habe kein Buch der... Ah, okay. Abholen. So. Bedeutet, wir machen den Barbarenkönig für 234.000. Bisschen reduziert, dank unseres Schubes gerade. Also unseres Bauarbeiterschubes. So. Fertig. Wir haben noch zwei Arbeiter frei. Dunkles, 131.000. Perfekt. Brauchen wir uns nicht drum zu kümmern. Aber. 19,4 Millionen Elex. Oh, großer Wächter würde ich so gerne machen. Ich kann ihn aber nicht machen. Ich kann ihn jetzt vor der CWL, kann ich ihn nicht machen. Geht nicht. Dann würde ich mal sagen, das S von Stefanie wird jetzt definitiv erstmal mit einer schönen neuen Mauer verschönert. Ups. Und der Zopf. Stefanies Zopf. Muss auch noch dran glauben. Und wir haben auch ruhig noch ein bisschen. Können ruhig noch was machen. So, du auch noch. Und was wir sonst noch machen können, das einsammeln. Und noch jetzt gucken, dass wir die beiden X-Bögen noch machen, ne? X-Bogen 1. Oh. Eine neue Herausforderung abgeschlossen. X-Bogen 2. Was haben wir denn hier jetzt? Verdiene 15.000 Punkte in Saisonherausforderung. Okay, 100 Gems, nehme ich gerne mit. Alter, haben wir viel ausgegeben. Und jetzt können wir endlich angreifen, oder? Haben wir alles? Ja, haben wir. Truppen ausbilden für den Nacht doch ein paar Yetis. So, Moment. Da brauche ich definitiv zwei Sprünge. Das ist besser. Und einen Gift. Und eine Belagerungskaserne. Und natürlich für die Leute, die aufgepasst haben, natürlich einen Trainingstrank. Und dann, ab dafür, ist stimmt, 8 von 8. Kampflog. Ein Angriff erst kassiert. Ist okay. So. Drei Königslevel noch. Sus Busters. Dutch Demons. Alles klar. Wir gehen natürlich, wir gehen oben drauf. Wir wollen wieder ein bisschen Loot haben. Würde ihm auch sorgen. Ne, warte mal, können wir nicht. Wir müssen von der Seite vorgehen. Ich habe ganz vergessen, ich greife ja gerade nicht mit Bodentruppen an. Wir greifen ja gerade mit Lufttruppen an. Deswegen Warden auf. Natürlich auf Boden. Auf Luft. Ich greife mit Lufttruppen an. Warden natürlich auf Boden. Nein. Warden natürlich auf Luft. So, Königspaar geht jetzt im besten Fall noch so weit, dass zumindest noch ein, zwei Defensivgebäude weg sind. So, da ist jetzt alles weg. Zumindest sind gerade die Kanonenkugeln sind geflogen. So, König geht in die Mitte. Königin, komm, Königin, nicht sterben. Stirb nicht vor meinen Augen. Okay, gegnerische Königin ist weg. Komm. Der Turm ist weg. Oh, so ein bisschen aufgeräumt. Haben wir schon mal, hier wird natürlich irgendwo noch eine Luftfalle sein, oder? Oder? Oh, enttäusch mich nicht. Keine Luftfalle? Ernsthaft? Er hat keine Luftfalle da? Okay, hat er nicht. Hat er keine Luftfalle da vorne stehen? Okay. Ich freeze ihn natürlich jetzt gleich. Selbstverständlich frieseln wir den... Nein! Feger, wollte ich sagen. Ich wollte Feger sagen. Und gerade als ich es gesagt habe, hat der Warden nicht das im Radius gehabt, was ich gerne da gehabt hätte. Aber okay. Hat er nichts in der Clanburg, was da irgendwie rausgelockt werden könnte oder so? Ernsthaft? Oh. Okay. Zweiter Stern ist aber safe. Nein, ist er nicht. Oh. Ist er noch nicht? Was rede ich für ein Mist? Jetzt ist er safe. Knappe Kiste, okay. 64.000 Gold sind noch da.
Spare ich mir den Warden? Ja, den sparen wir uns. Ja, ist okay zum Farmen. Zum Farmen ist das einigermaßen okay, zumal wir jetzt ja auch erstmal kein Dunkles brauchen, wir gerade noch schön den Bonus mitgenommen haben und wir uns jetzt konzentrieren können. Okay, jetzt muss ich mal echt gucken. Golem 8 plus. Riesen. Was nehmen wir denn einmal mit? 7 plus? Wut. Belagerungskaserne. Maxed? Belagerungskaserne brauchen wir nicht unbedingt. Ich werde mir jetzt mal eben selber spenden. Moment. Okay, wir sind wieder zurück. Ich habe meine Truppen, ich habe mir selber gespendet. Das bedeutet, wir haben eine Päcker dabei, wir haben ein paar Riesen mit dabei und müssen halt gucken, dass wir ohne unsere Königin irgendwie da durchkommen, ohne unsere Gladiatorin irgendwie da durchkommen. Wir nehmen aber die Belagerungskaserne diesmal. Okay, 1 plus 1 gleich 16, Line 1. Okay, wir müssen mal eben gucken. Das Dunkle ist da vorne, Klarenburg ist weiter oben. Hat er da irgendwo eine Falle für uns? Nein, hat er nicht. Horre, 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 nicht. So. Und zack und zack. Es ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil man kann davon ausgehen, wir werden es niemals schaffen, jetzt zum Rathaus zu kommen. Das weiß ich jetzt schon. Das geht nicht. Wir werden keinen Tunnel bauen können. Das kann ich jetzt schon vorhersagen. Allerdings, wir kriegen Loot. Das kann ich euch versprechen. Wir kriegen Loot. Wir kriegen den Loot. Zumindest einiges. Wir kriegen einiges an Loot. Passt mal auf, Leute. Passt mal auf. So. Du mal gefreezed, bitte. So. 1, 2, 3. Wutzauber obendrauf. Und jetzt gleich geht die Party los. Nein, der One's auf Luft. Ich bin so blöd. Oh, der One wäre fast kaputt gegangen. Oh mein Gott. Ich bin so ein Trottel. Ja, klar, sie laufen natürlich jetzt nicht ansatzweise in die Mitte. Doch, sie laufen in die Mitte. Ja, wir sind gerettet. Wir kriegen das. Wir kriegen tatsächlich das Rathaus. Holt's euch. Wir kriegen 2 Sterne. Hätte ich nicht mitgerechnet. Warden auf Luft gehabt, aus Versehen. Ja, mein Fehler. Aber wir kriegen 2 Sterne hin, das ist schon mal gut. Ja, da ist er, der 2. Stern. Und jetzt ist das Ziel, dass wir noch ein bisschen Loot uns mitnehmen. Ja, die Königin ist jetzt leider abgelenkt, gleich durch den Hund. Und durch den gegnerischen König. Aber wir haben noch eine Päcker unterwegs. Komm, Päcker. Bisschen noch. Der Hund läuft jetzt hinterher. Jetzt kommen die ganzen Lava-Puppies. Oh, es wäre so gut gewesen, wenn wir noch ein bisschen was gekriegt hätten. Ein bisschen, ganz kleines bisschen Loot noch. Nur ganz wenig noch. Okay, es reicht nicht. Nein, haben leider noch ein bisschen Loot liegen gelassen. Aber 2 Sterne, besser als nichts. Bin ich auf jeden Fall mit zufrieden. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Und damit sind wir am Ende von dieser Episode. Ich muss erstmal alles zusammenzählen. Ich schreibe es in den Titel rein, wie viel wir ausgegeben haben. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr, tut mir leid, ich kann es jetzt nicht so schnell auf die Stelle zusammenzählen. Ich schreib's auf jeden Fall in den Titel und dann sehen wir uns zu einer neuen Episode wieder. Schaltet wieder ein, Dankeschön fürs Zuschauen, gebt gerne meinen Creator-Code ein. MBF, bis zum nächsten Mal. Tschüss.